So, Servus. Hast du bestimmt schon das Video davon davor gesehen? Habe ich alle Buffs drin gehabt. Und bei dem Video konnte ich die Boss one-shotten, habe ich nicht gemacht, aber weil ich einfach Pech hatte. Egal, jetzt mache ich mal ein Video ohne nichts außer eben die Charms. So, was mache ich als erstes? Ich habe Charms frisch gebufft gehabt, also nicht aktiviert. Ich aktiviere sie, weil ich eben Empiric brauche. Jetzt tickt das schön hoch. Also ich brauche, ich komme bei dem ersten Boss immer mit vollem Mana an. So. Und das ist auch wichtig so. Musst du immer machen. So, jetzt sind die Skills fast wieder bereit. Benutzen. Sprint. Runterspringen. Heilrollen nehmen. Fast volles Mana. Wenn du von Anfang an hättest, wäre jetzt das Mana voll. Egal. Die beiden Buffs benutzen immer beim ersten Boss. Hinter ihn springen, in den Rücken schlagen. Aura. Den, was er gerade auf den Boden geschlagen hat, eigentlich blocken. Ich habe jetzt einfach riskiert. Scheiß drauf. Egal, tot. Weiter geht's. Mobs ignorieren. Die interessieren dich nicht. Scheißegal. So, drei Meisterwerke ist perfekt. Weiter geht's. Du kannst natürlich auch Savage Scroll benutzen, aber muss ja nicht sein, also Goldverschwendung. Es geht auch so in 3,5 Minuten. So, dreimal Schaden kassieren, wichtig. Maximalen Damage dadurch schlecht. Komischerweise ist weggesprungen. Auf jeden Fall jetzt am besten konzentrieren. So, rot, blocken. Gut. Wir haben einen Kugel da liegen, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Egal, so gut, so viel wie möglich wirbeln bei dem Boss. Weil du eben die Mobs weghaben willst. So, die springen gleich wieder. Blocken. Perfekt. So, merk dir eins. Je nachdem, wo du stehst, springt er auch von dir, genau von dir weg. Das heißt, wenn du hier stehst und auf sie schaust und die steht hier, dann springt die hier nach hinten zu der Wand. Das heißt, das ist kein Riesenabstand zu dir dann. Aber wenn du anders stehst, dann springt die zu der Wand da hinten und dann hast du einen riesen Abstand. Dann musst du zu ihr erstmal laufen. Das heißt, positionier dich immer gut. So, weiter geht's. Nicht zu viel labern. Ich habe den Buff ein bisschen früh aktiviert, aber das ist egal. Flurry Blows bei jedem Boss kannst du meistens aktivieren, je nachdem wie schnell du bist. Wenn du zu schnell bist, dann kannst du es eben nicht. So, Crit 700.000, easy. Mit allen Buffs drin eben One Shot. Weil der Boss hat ungefähr 900.000 Leben, 950. Ich denke mal, mit VM2-Waffe werde ich den auch one-shotten, ohne irgendwas. Ohne Priester, was meine ich natürlich, ohne Savage Scroll. Jetzt könnte ich natürlich auch versuchen, mit Savage Scroll zu one-shotten. Ich habe es noch nicht probiert, ist auch egal. Probiere ich irgendwann später. Auf jeden Fall, mal schauen, wie schnell waren wir. Komisch. Also ich denke mal, das waren 3 Minuten. Werden wir im Video sehen. Kann aber auch 3:30 sein. Also ich habe den Timer noch nicht so wirklich durchgeblickt. Ist aber auch egal. Werden wir dann sehen im Video. So, jetzt brauchst du dich nicht mehr anhitten, wie gesagt, du hast dich schon aktiviert gehabt. In die Charms. Und wie du siehst, Mana tickt ganz schnell hoch. Das ist ziemlich nice. Trotzdem benutze ich die drei Skills am Anfang, wenn ich in die Instanz reinkomme. Danach nur noch die beiden. Standardmäßig. Weil die kommen meistens mit Sprint ab. Das heißt, ich benutze erst, also 4, 5 und dann Sprint. So, bei dem Boss wieder die ersten, die zwei Buffs, die mich stärker machen. Und kein Crit. Das blocken oder eben ausweichen. Also diesen Schlag nach, auf dem Boden, das stand ich für sehr lange Zeit, das ist nervig. Besser, wenn du auch Skill schon chargest, lieber abbrechen und eben blocken. Weil das hat eine Wahrscheinlichkeit von, ich würde mal sagen, 50%, dass es dich eben stunt. Das ist nervig. Auf jeden Fall beim zweiten Boss immer konzentrieren wegen den Silence, das ist nervig. Aber normal kann das nicht schief gehen. So, Buff nicht bereit. Egal.
So, Crit, blocken, springen, Aura rein, wirbeln. Die kommt jetzt zu dir, das heißt, wirbeln kannst du jetzt anfangen zu casten und warten, bis sie bei dir ist. So, tot. Ein guter Fight. Bester Fight ist, wenn ich one-shotte. Eben nicht der Fall. Aber wie gesagt, das war gerade kritisch und es wäre ein One-Shot. Nur die Frage ist, wie viel brauche ich dafür, dass ich die One-Shot? Ich denke mal, wenn ich die Handschuhe plus 12 habe, dann wird es schon in der Nähe von One-Shots kommen. So, hinter ihnen, Rücken schlagen. Kein Crit leider. Ich habe auch noch nicht die Glyphe, damit es doppelte Crit ist bei Evasion Smash. Leider. Sobald ich die habe, dann ist viel öfters ein One-Shot eben mit Priester-Buffs. So. Nervig, der Boss haut dich oft um. Deswegen immer Aura benutzen, wenn du die frei hast. Das ist mit dem Skill gerade, den ich gerade ausgewichen bin mit Evasion Smash. Der haut um und mit diesem, den er gerade gemacht hat, auch. So, Crit, aber von vorne. Dauert gerade richtig lang. 3%. Bam, tot. Masterwalk. Fertig. Ja, viel Spaß, ne? Ganz einfach.